Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr, es ist wieder Donnerstagnacht. Das bedeutet, wir haben hier auf diesem Kanal eine Verabredung. Wir hören zusammen in alle neuen, wichtigen Deutschrap-Releases rein. Bedeutet, ihr könnt erstmal jetzt in die Kommentare reinschreiben, was ich unbedingt mit euch zusammen abchecken soll, was rausgekommen ist und was sich vor allen Dingen lohnt anzuhören. Ansonsten, ich bin sehr gespannt. Wir starten heute mit Capital und Pano zusammen mit Giuseppe Zanotti. Die hatten diesen einen Track, war es AK-47, auf den wir auch reacted hatten, ich glaube schon. Und der war geisteskrank. Der ist so hart gegangen, der kam krass. Und da wurden Names gedroppt, ja. Und ich mag die Kombi von den beiden und bin jetzt sehr gespannt. Wir hören rein. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar Videos heute Nacht online, also bleibt gerne wach. Ich glaube, alle anderen Leute auf der Welt sind gefühlt heute beim Splash, ich nicht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, ja, Zeit und Lust, hier uns was anzuhören. Let's go. If anybody don't understand that, then God be with them. Go look up your history. Bro, ich bin sehr gespannt. No joke, sehr gespannt. Gib ihm, Bro. Warte kurz. Wird ja Gui Giuseppe Zanotti ausgesprochen? Maybe. Schwarzer Jeep, AMG, G-Waggon. Große Augen, Anime, Megatron. Gib mir. Ich muss sagen, ich fühle die fühl den Einstieg und die Stimmfarbe nicht von Capital irgendwie. Große Augen, Anime, Megatron. Gib mir ein Beat, Kollege, und der Brat am Bretter. Ich hab mehr Lens gescheppert, als kurzer Wasch gerappt. Sie sitzen im Café. Okay, ja, ich checke, aber es ist mir irgendwie, gefühlt ist er zu langsam, oder? Es kommt mir vor, dass es geiler wäre, würde er schneller drauf kommen. Sie sitzen im Café und trinken Chai. Thema Nummer 1 ist Capital. Sie wollen von mir Para, ich bring's mit. So viel Para, Brata, bis ihr dran erstickt. Lach du alberner Clown, ich war mit albernen Clown. Aber ich glaube, ich mag auch einfach nicht so langsamere, ruhigere Tracks von ihnen. Weil das war auch so teilweise bei dieser Joker-Bra-Zeit, waren auch so diese langsamen Tracks die, die ich mit am wenigsten gefühlt habe von allen. Deswegen, irgendwie, ich catch es noch nicht. Ich check's nicht, so, bin ich ehrlich. Stick. Lach du alberner Clown, ich war mit albernen Clown. Komm mit albernen. Es fühlt sich aber auch an, wirklich vom Text her, wie so ein Joker-Bra 10-Minuten-Track. Du alberner Clown, ich war mit albernen Clown. Das fühlt sich an wirklich wie so ein 10 Minuten, ey, es ist Mittwoch, ich release 8 Tracks als Joker, bra. So diesen kind of Vibe habe ich gerade. Lach du alberner Clown, ich war mit albernen Clown. Komm mit Albanern, die deine Albaner hauen. Aber Musikvideo ist top notch, muss man sagen. Musikvideo ist krass, finde ich. Das passt irgendwie auch gar nicht zum Text, das Musikvideo, finde ich. Also wirklich, in my opinion, der schlechteste Capital-Part seit langem. Ich check's, dass es nicht immer um Textliches geht und auch abgesehen vom Textlichen, war das vom Tempo her, vom Vibe her, für mich gar nichts. Viel zu langsam irgendwie und textlich wirklich gar nichts gewesen. Keine Ahnung, für mich wirklich. Ich dachte, die Zeit mit solchen Tracks ist vorbei, aber scheinbar nicht. Hat mich gar nicht gecatcht, Alter. Hat mich gar nicht gecatcht. Also wirklich, jetzt der Part, so die Hook ist mit am besten auf jeden Fall. Weil der Beat auf jeden Fall knallt, der Beat ist nice so. Aber sonst bis jetzt nicht viel. Ich bin sehr gespannt auf Panos Part, weil den kann ich mir langsam auch gar nicht vorstellen. Fahren, so wie Gotti, aus dem Huragan in die Lobby. Ich sag ehrlich, Einstieg direkt geiler. Einstieg direkt geiler gecatcht. Sag ich ehrlich. Am gut am Fahren, so wie Gotti, aus dem Huragan in die Lobby. Ja. Norditalienische Schütze wie Totti, Luigi Giuseppe Zanotti. Luigi Giuseppe Zanotti. Ja, okay. Luigi Giuseppe Zanotti, okay. Brati, der Major, den nehme ich auf Kombi. Uff.
Patek, AP, Rolex, keine Hublot, 9mm unter meinem Paris-Trikot. Weil er hat Paris und so. Schem, Schem City, andere Welten, andere Filme. Bratans Base in Augen, Ray-Ban ohne Brille. Viel besser, ich check den ersten Part von Kapital nicht. Warum ist der da drin? Der hört sich so trash an, in my opinion. Einstieg von Pano war clean. Ich hätte jetzt auch gerne einen ganzen Part von Pano gehabt, aber wenn sie sich so Zeile für Zeile abwechseln, hört sich auch gut an. Aber der Flow ist viel schneller, angenehmer. Im Beat passiert nochmal ein bisschen was. Zweite Part jetzt schon 20 Mal besser als der erste. Keine Hublot, 9mm unter meinem Paris-Trikot. Weil er hat Paris und so. Schem, Schem City, andere Welten, andere Filme. Bratans Base in Augen, Ray-Ban ohne Brille. Ra, ra, ra. Cash, 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 Europa. Und dann kommt wieder sowas, Bro. What the fuck, man? Ey, ich check's nicht. Die letzten Tracks waren eigentlich echt schon richtig stark, fand ich. Und der hier hat Ansätze von was Gutem, aber es bleiben nur Ansätze, leider. Ra, ra, ra. Cash, 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 Europa. Lamborghini, kein Euro. Kadi, Ulti, Strack, gibst du einmal in Europa. Ja, bra. Es fühlt sich halt, no joke, an wie so ein Fun-Track irgendwie. Ich will ihm auch nicht böse sein, weil das ist ja der Track, den er machen wollte. So, ich will das auch nicht tothaten. Es hört sich halt aber wirklich nach einer 10 Minuten unfertigen. Es klingt auch nicht so geil gemischt irgendwie, seine Stimme. Ich weiß nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. Nichts ganz, nichts halbes. Kadi, Ulti, Strack, gibst du einmal in Europa. Ja, bra. Ich check's nicht. Digga, dieses ganze. Hallo? Ist alles richtig? Es fühlt sich an wie so ein Fiebertraum hier gerade, Bro. Was passiert hier? Was ist hier los? Das Ding ist, das knallt hart so. Die Hook knallt auf jeden Fall. Sag ich ehrlich auch. Die kommt krass. Und ich sag auch ehrlich, das Musikvideo kommt auch krass. Und der zweite Part hat auch krass angefangen. Aber der erste Part komplett und auch so der ab nach 10 Sekunden vom zweiten Part auch komplett alles ganz weird. Ganz weird in my opinion. Ganz weird. Check ich nicht. Also ich check den Track nicht, sag ich ehrlich. Pano hatte 3 Zeilen oder so, Bro, wenn überhaupt. Das hat sich so komisch angehört teilweise, so unfertig und so, wir müssen releasen, okay, wir kaufen uns einfach so ein Stock-Music-Video, wo Frauen zu sehen sind und drehen noch schnell vor einem Auto 2 Szenen, schmeißen das zusammen und ich nehme die Songskizze, die rumliegt, nehmen wir als Hook und ich nehme schnell noch einen kranken Part auf. Und ach, Pano, sag nochmal 2 Sachen eben. So hat sich das angefühlt. Gar, also wirklich, in my opinion wirklich Trash einfach. Nichts Ganzes, nichts Halbes, hat sich sehr unfertig angehört und sehr weird, Bro, keine Ahnung. Beat hat geknallt, muss man sagen, Beat war geil, Hook war geil, so das gebe ich ihm. Und Musikvideo war geil. Aber darum, worum es eigentlich geht? I don't know, man. Ey, surprising auf jeden Fall. Ich habe mit dem Track angefangen, weil ich auf den am meisten mit gehofft habe, dass er krass wird. Gut, neben dem PA Sports Haftbefehl Alice Ding, was glaube ich ganz, ganz krass wird. Dachte ich, dass das vielleicht knallt, aber es hat es nicht getan. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, die nächsten Tracks, die heute Nacht rausgekommen sind, bringen das Level so ein bisschen nach oben. Lasst mich bitte jetzt umso mehr wissen, was ich abhören, abchecken soll, anhören soll, was nice ist, was mir jetzt ein gutes Gefühl gibt nach diesem Ding hier. Und lasst mich bitte auch wissen, ob ihr so einen ähnlichen Vibe checkt, ob es euch auch gar nicht gefallen hat. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt so fresh und gut aussehend, wie immer, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns. Ciao.